Respekt bedeutet für mich, dass man alle Arten des Lebens, also Pflanzen, Tiere, vor allen Dingen auch ältere Menschen, egal welcher Herkunft, so behandelt, wie ich mich selber behandeln würde. Respektvoll. Es ist zwar viel besser geworden und man sieht an Führungspositionen immer mehr Frauen, aber in großen Firmen sitzen immer noch Männer an der Spitze. Ne? Das ist ja leider so. Und was ich auch beobachten kann, ich drehe nun schon seit 15 Jahren, bin ich ja auch in dem Beruf, es werden immer mehr Frauen auch Produzentinnen oder Redakteurinnen, immer erreichen immer mehr die Position einer Führungskraft und einer Entscheidungskraft. Und da sehe ich auch eigentlich eine positive Entwicklung. Es hat sich schon viel geändert in der Branche. Also die Entscheidung, ob man eine Rolle spielt oder nicht, hängt nicht mehr vom Regisseur oder vom Produzenten ab, sondern der Redakteur spricht mit. Und nicht nur ein Redakteur, sondern fünf haben verschiedene Meinungen und so. Das hat sich sehr geändert. Was sich auch wahrscheinlich positiv verändert hat, dass da schon Deutschland auch wieder offener geworden ist. Und ich finde diesen zum Beispiel den Hamburger Tatort großartig, weil er eben von einem Türken in einem dunklen Niveau gespielt wird und so. Also das finde ich total, ist mein absoluter Lieblingstatort, obwohl ich in einem anderen mitspiele. Da habe ich schon nicht nur positives Feedback dazu bekommen. Diese Serie hat mir einfach unglaublich viel Spaß gemacht. Ich habe da meine besten Freundinnen kennengelernt, mit denen ich heute noch total befreundet bin. Und wir hatten einfach Spaß, ja. Ich meine, dass die es ist ja nun auch schon ein bisschen her. Ich schäme mich nicht für diese Serie, absolut nicht, weil sie hat einfach Freude gemacht. Für mich war das total normal im Umgang mit, keine Ahnung, allen möglichen Albanern, Türken, keine Ahnung, Portugiesen, Spaniern, Amerikanern, Afroamerikanern, egal. Wir hatten alles in der Klasse. 4, 5, 6, 7 Deutsche waren wir. Der Rest waren Ausländer, ja. Und für mich war das nie ein Thema, dass der Ausländer ist oder bevorzugt wird oder ich benachteiligt. Also gar nicht. Ich sehe mich nicht wirklich als Vorbild. Also ich kann gut mit Kindern umgehen. Und ich glaube, das ist auch genau das, weil ich sie ernst nehme und dann auch ernsthaft auf was antworte oder frage. Meine älteste Schwester hat auch schon 4 Kinder und so. Also, aber ich glaube, ein richtiges Vorbild ist schwer zu sagen. Also ich versuche schon, mir treu zu bleiben und ich versuche total, nach den Dingen zu leben, die ich zu Beginn gesagt habe. Also ich möchte so behandelt werden und so behandle ich auch andere. Und ich glaube, dass das natürlich eine Art Vorbild vielleicht für andere ist, ja. Aber ich trage mein Herz einfach unglaublich auf der Zunge und bin total ehrlich. Und jeder Jeck ist anders. Und wenn das reicht, um eine Vorbildfunktion zu sein, dann freue ich mich. Neulich eine Situation, da war einer am Flughafen und ältere Leute haben das nicht genau kapiert mit Gürtel aus und Flüssigkeiten darf man nicht haben und was es alles gibt, ja. Und der war so unfreundlich zu diesen älteren Herrschaften, ja. Ich glaube auch, dass viele ältere Leute respektlos behandelt werden, weil sie einfach natürlich nicht mehr hören, nicht mehr richtig sehen und so weiter. Das liegt mir persönlich sehr am Herzen, weil meine Eltern schon so alt sind und eigentlich auch meine Oma und Opa sein könnten. Und ich hoffe auch da, ja, dass man einfach freundlicher im Umgang mit allen wird.